Ja, richtig. Bei mir der Dauergast Tim Weichelt. 1-1 gegen Turu. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ja, zufrieden weiß ich nicht. Erste Halbzeit sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren irgendwie gar nicht präsent. Wir waren nicht richtig bei den Leuten, sind mit Turu überhaupt nicht klargekommen. Ich weiß nicht warum, woran es lag, ob wir nicht frisch waren oder was, keine Ahnung. Aber zweite Halbzeit sind wir wirklich besser ins Spiel gekommen und wenn nichts mehr geht, dann kommt halt ein Jogi Höfler und der macht das Ding dann halt auch. Zweimal heute den Pfosten getroffen, die Gastgeber. Alles in allem glückliches Unentschieden? Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Von den Chancen haben sie mit Sicherheit einen kleinen Überschuss gehabt, aber alles in allem geht das so, denke ich mal, von den Spielanteilen, allen drum und dran geht das so in Ordnung. So, jetzt haben wir die vom Papier her größten Brocken hinter uns. Jetzt haben wir noch 10 Spiele. Gib mal einen Ausblick. Was erwartet uns noch? Wichtig ist für uns, es gibt nicht groß und klein oder wie auch immer. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten, wie wir es jetzt auch die ganzen Spiele gemacht haben. Ist jetzt nicht, dass wir nach Turu abfallen dürfen. Wir müssen immer Spiel für Spiel unser Bestes geben und dann steigen wir auch auf. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.